Guten Tag. Wie man sehen kann, bin ich woanders. Ja, wir sind jetzt alle woanders. Wir haben das Hotel gewechselt. Nicht, weil es komplett doof war. Nein, nein. Wir haben ein... Kevin, kannst du mal kurz die Fresse halten? Danke. Wir haben ein schöneres Hotel gefunden, was auch halb so günstig ist. Das dürfte euch als Spender, die ihr alle bei Startnext gespendet habt, brennend interessieren. Wegen der indischen Hochzeit, habe ich euch von erzählt. Wenn Inder feiern, dann aber richtig. Wir sind jetzt hier in einem wirklich schönen Hotel. Und der heutige Tag, wir haben die Pashupati-Tempelanlagen besucht. Das ist wohl das größte hinduistische Heiligtum. Da gibt es unter anderem Totenverbrennungen. Ne? Wir haben das auch schön gesehen. Über eine Stunde haben die Kamera einfach mal draufgehalten und gesehen, wie so ein Zeremoniell aussieht, bis dann auch tatsächlich Tote verbrannt wurden. Und es war sehr, sehr eindrucksvoll. Des Weiteren habe ich einen original echten, richtig geilen Yogi kennengelernt. Ne, diese bunten, farbenfrohen Vögel mit den bunten Gewändern, ihr Gesicht total bemalt, diese asketischen Hinduisten, ne, die dann halt da sitzen und chanten den ganzen Tag. Chanten, hamnana, 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 diesen. Ne. Und habe ich ein schönes Interview mit ihm geführt. Er hat halt schön erzählt über Hinduismus und Lepra und so weiter. Dann hat er mich noch gesegnet und ich durfte so als Sahnehäubchen mit ihm kiffen. Jawohl, der hat mir ein paar Züge aus seiner Pfeife, aus seiner Hanfpfeife angeboten und es war unglaublich geil. Also ich meine, die Situation, ne, das ist ein Moment, den werde ich in meinem Lebtag nicht mehr vergessen. Genauso wie die Amputation am Montag war das mein zweites Wochenhighlight diese Woche. Dieser Yogi. Ja, ihr könnt euch auf tolle Bilder freuen in unserer Doku, wenn die fertig ist. Das war wirklich sehr schön. Dann war in dieser Tempelanlage waren noch unglaublich viele Affen, ne, also Makaken. Ganz viele Makaken waren da und klar, das ist natürlich auch ein bisschen touristisch und die sind halt drauf geschult. Okay, da ist was zu essen oder trinken, ich klau das jetzt einfach. Und unser guter Kevin hat eine Cola von mir bekommen und so schön rumgetragen. Dann kam so ein blöder Makak und hat hier und hat ihm einfach ganz frech die Cola geklaut. Das ist doch mal Arschloch. Dieser blöde Affe. Und ich bin dann hinterher gesagt, hier, gib dem Kevin die Cola zurück. Und er so hier mit seinen fiesen Eckzähnchen und hat dann hier so, ne, wollte aufmucken. Ne? Bisschen gefährlich, deshalb, da muss man mal aufpassen mit diesen Makaken. Apropos Makaken, wen es interessiert, ist jetzt nur ein Thema nebenbei. Ich habe keinen Durchfall mehr seit 2,5 Wochen. Also ich hatte 2,5 Wochen, ist egal. Mittlerweile ist alles wieder gut. Wo waren wir noch? Ich habe mir einen kleinen Nag gekauft. Das ist der Schlangengott im Hinduismus. So eine kleine Bronzeschlange habe ich mir gekauft. Werde ich mir zu Hause schön aufs Terrarium bei meinen eigenen Schlangen hinstellen. Und ich habe ein Wiener Schnitzel bestellt im Hotel. Hier im Hotel, Wiener Schnitzel, stand auf der Karte. Das war alles, aber kein Wiener Schnitzel. Es waren so drei Stücke Büffelfleisch, keine Panade, nix. Die waren so mariniert mit irgendwas und keine Ahnung, es war nett gemeint, aber ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, aber wenn zu Hause jemand Wiener Schnitzel übrig hat, einfach in ein Paket packen und mir schicken. Ich bin euch unglaublich dankbar. Dankeschön.